Willkommen zurück bei Mario Kart Double Dash. Heute erwartet euch eine One-Man-Show im Sterncup des 150er Hubraum. Luigi. Baby Luigi und das Luigi Kart. So viel Luigi gibt's nur hier bei mir. Aber leider gibt es hier auch das Sorbetland. Das ist die grausamste, schwierigste Strecke in Mario Kart Double Dash. Ich starte den Part jetzt auch schon zum fünften Mal neu, weil mich hier einfach nur das schrecklichste Pech ever verfolgt. Ja, ich fühle mich hier eigentlich schon wieder wie ein Kind. Denn als ich das Spiel neu gekauft hatte, war ich mit jedem Cup eigentlich relativ schnell fertig. Nur nie mit dem Stern-Cup. Und das lag immer an dieser beschissenen Strecke, verdammt nochmal. Die ist einfach so unfair und böse, das glaubt man nicht. Gott sei Dank ist es die erste im Cup, das heißt, wenn es schlecht läuft, dann kann man direkt den Reset-Knopf drücken. Habe ich ja jetzt auch schon fünfmal gemacht. Ja, warum ist es so schlimm? Man rutscht die ganze Zeit hin und her, seht ihr ja. Ich kann hier nichts genau steuern und dann am Ende kommen noch diese dreckigen Froster. Wenn man die berührt, dann ist man für eine kurze Zeit eingefroren und dann ist das Rennen eigentlich so gut wie gelaufen. Alter, wieso trifft mich denn immer die scheiß Grüne, Mann? Es kommt einfach mal einfach so ein Item daher. Ohne Sinn und Verstand. Da waren jetzt auch schon wieder zwei, denen ich aber Gott sei Dank ausweichen konnte. Boah, alter Schwede. Hier hilft noch nicht mal Luigis Feuerball. Den wir noch nicht mal bekommen haben. Apropos Feuerbälle. Es gibt Unterschiede zwischen Marios Feuerbällen und Luigis. Was macht der Spaß da mitten auf der Straße? Luigis Feuerbälle können nämlich an den Wänden abprallen. Sind dafür aber nicht ganz so stark. Und Marios Feuerbälle, die sind sofort im Arsch, wenn sie eine Wand berühren, sind dafür aber dreimal stärker. Sprich, der Gegner braucht dreimal länger, um sich wieder aufzurappeln. Und ich verbrenne den Arsch, du scheiß Mutant-Tyrannia-Fotze! Was soll der Scheiß? Andererseits, ich wäre mit Platz 2 zufrieden gewesen. Aber den kriege ich ja jetzt nicht mal. Weil auch einer der Feuerbälle einfach mal nicht treffen will. Komm, zweiter noch irgendwie. Zweiter! Okay. Das save ich jetzt, weil sonst bin ich eher Vierter, Fünfter, Sechster geworden. Zweiter, das ist geil. Ein geiles Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht geht's nur mir so. Vielleicht sagt ihr, was, die Strecke findest du schwer? Das kann doch nicht sein. Ich finde die total einfach. Aber es ist so, ich kann sie nicht. Und einem Freund von mir ging es genauso, daher denke ich mal, dass das auch mehrere Leute so empfinden werden. Die zweite Strecke im Sterncup, das ist so die, ja, vielseitige Strecke des Spiels mit einigen Wegen. Ich zeige euch jetzt zuerst mal den optimalen Weg. Hier in die kleine Gasse rein, weil da ist eigentlich so gut wie immer ein Doppel-Item. Wir hatten jetzt gerade das Pech, dass da keins war. Aber in 90% der Fälle ist da eins und zudem spart man sich sämtliche Wirrwarrwege. Kommt auf direktem Wege zum Ziel. Also wenn man das in allen drei Runden fährt, dann kann man das eigentlich nicht verkacken. Hier rechts neben der Schlucht wäre auch nochmal ein Geheimgang gewesen, aber den kann man nur mit dem Pilz nehmen. Da ich keinen hatte, konnte ich da auch nicht lang, aber falls ich ihn mal bekomme, werde ich es euch zeigen. Gut, ich versuche mal andere Wege zu zeigen, sprich hier lang. Aufpassen, da kommt immer auf einer Seite ein Auto und auf der anderen dann auch relativ schnell auch. Und das Bob-Omb-Auto ist mit von der Partie. Das ist sehr böse, bei Berührung ja, zählt es wie ein normaler Bob-Omb. Also definitiv vermeiden den Kontakt mit diesem Auto. Muss ein Opel sein. Seht ihr, hier geht's hoch, da rechts. Das ist eben dieser Geheimgang. Die man mit einem Pilz nehmen kann. Ja, also es läuft optimal. Wir haben einen schönen Vorsprung. Wenn jetzt nichts Lames passiert, was in diesem Spiel aber leider bis zum Ende einer Strecke nie so bleibt, dann werden wir Erster. Nächster Weg, den ich zeigen will. Das Wiggler-Auto ist auch sehr böse. Bei Berührung kriegt man so einen in die Fresse. Und es ist eben auch extrem lang. Das ist, glaube ich, der Bus hier im Pilzkönigreich. Boah, du Spaten, hau ab. Was tut dein scheiß Führerschein her? Also das erstaunt mich jetzt aber gerade. Ich fahre andere Wege und trotzdem kommen die Gegner nicht an mich ran.
Es ist verdächtig ruhig hier. Ja, das hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Aber grüner Bereich, wir sind Erster. Und haben die Punkte, die wir in Sorbetland liegen gelassen haben, wieder gut gemacht. Ist die Mutante überhaupt Zweiter geworden? Ich sehe nur König Buhu. War die mit dem im Team? Nein, sie ist Dritter. Epic. Das heißt, wir sind jetzt 2 Punkte voraus. Endgeil. Ich denke, wir haben sehr gute Chancen auf den Goldpokal, denn jetzt kommt Yoshis Piste, das ist eine meiner Lieblingsstrecken. Und das, obwohl ich Yoshi... Naja, eigentlich mag ich ihn ja schon, aber in Mario Party mag ich ihn nicht. Trotzdem, auf dem Gamecube hat mir Yoshi so viel Schaden angerichtet. Mario Party 4, 5, 6, 7. Die Strecke ist trotzdem epic. Ich liebe sie. Lange nicht mehr gefahren, deswegen muss ich nochmal kurz gucken, wo das alles ist. Wenn man einen Pilz hat, kann man hier drüber jumpen, das spart auch einiges an Zeit. Und wieder mit einem weiteren Pilz kann man einen weiteren geilen Geheimgang nehmen. Sagen zwar einige, der bringt nichts, aber mir bringt er persönlich schon was irgendwie. Hier nämlich runter. Da, wenn man einen Pilz hat, dann ist da so ein Tunnel. Und da kommt man dann eben rein. Da ist auch immer ein Doppel-Item. Also auf hinteren Plätzen lohnt es sich definitiv, da lang zu fahren. Ist auch vereinfacht, weil es nur eine Gerade ist. Spart man sich die ganzen Kurven und so. Okay, Mutant Tyranny hat kein Item. Gib mir eine rote. War klar. Aber der Zweite, der kriegt immer 1000 rote, wenn ich Erster bin, ne? Logisch. Hey, was soll das? Wir sind immer noch nicht Erster, Alter. Jetzt fang mal den Scheiß da. Hier, komm. Ich höre sie schon schreien. Halt's Maul. Boah, ist das ein Kampf hier. Es ist echt ein Fight. Mutant, Mutant. Sie ist Vierte im Moment. Okay. Soll mir recht sein, sie ist mein Hauptgegner. Alle anderen CPUs werden noch nicht so vom System supported. Wenn sie jetzt natürlich nochmal verkackt, dann schon. Aber sie ist schon hinter mir. Ah, die Grüne hat mich getroffen. Fuck. Ah, wir haben einen Pilz. Damit können wir Geheimgänge nehmen, aber... Leider haben wir den Pilz zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt bekommen, weil hier ist eigentlich nichts. Na gut, da an den Pflanzen könnte ich vorbeifahren. Das ist noch eine Stelle, wo man eventuell ein bisschen was abkürzen kann, aber es bringt nicht so viel, wie ihr seht. Wird jetzt also tatsächlich nochmal etwas eng hier im Laden. Boah, diese verdammte Buhu, ey! Aber die Mutante ist momentan abgeschrieben. Sie ist nicht mal unter den ersten Vieren. Ich finde es nämlich relativ geil, dass es da links unten aufgelistet ist. Das gibt es in späteren Markkarte dann nicht mehr. Ach, shit. Aber wir haben ihn durch Fahrskills überholt und auf die Banane gelockt. Ja, komm, 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 komm. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen besser geworden jetzt hier im dritten Part, weil ich fahre ja gerade ein mittleres Kart. Ach komm, dagegen kann ich jetzt aber auch nichts machen. Von wegen besser geworden. Ich schaffe nicht mal den Pilz zu kriegen. Und plötzlich ist sie wieder vor mir. Hallo? What the hell? Aber das lasse ich nicht zu. Ach, leck mich doch am Arsch. Warum Zweiter, Mann? Wieso? Woher kam der Bowserpanzer? Der ist doch direkt hinter mir gespawnt. Labert nicht. Der ist hinter mir gespawnt, das schwöre ich euch. Na gut, 4 Punkte voraus. Also müsste schon was ganz, ganz Krasses passieren, wenn wir hier in Dickerbergland nicht den Goldpokal mit ins Ziel nehmen. Und die Strecke kennen wir schon aus Mario Kart Wii. Ich sag immer schon, dabei kam das später, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich let's playe das hier eben nach Mario Kart Wii, weil, ja... YouTube gab's zu den Zeiten noch nicht. 2003. Kam erst 2005. Und selbst da war das so ein Geheimtipp unter Internet-Usern. Das kannte ja da kein Schwein. Ich selbst habe 2006 was davon gehört, aber habe mich erst 2007 angemeldet, als irgendwie so ein Gangster-Spast aus meiner Klasse gemeint hat, kennst du YouTube? Das ist voll krass, Alter. Und dann bin ich da halt hingegangen und habe mir gedacht, ja, schon ganz cool, machen wir mal einen Arc. Aber hochgeladen habe ich dann erst 2010. Scheiße. März 2010 habe ich angefangen mit grässlichen Videos. Scheiß Qualität. Oh, geile Items. Und alles scheiße. Also meine Let's Plays waren echt Müll bis Mitte 2011, würde ich sagen. Danach kann man sich's eventuell anschauen. Ja, und wie ihr es heute findet, nicht so schlecht, würde ich sagen. Ich habe es schon weit geschafft, denke ich mal. Und das mit Nintendo, das ist auch ein Akt.
Ich meine, heute gibt es nur noch die Leute, die die Shooter anfangen und dann halt den Fame abgreifen wollen. Oder selbst wenn nicht, was ich dann immer lese unter PNs, wenn mich jemand anschreibt, der halt nur wenige Abos hat und denkt, er wäre der Größte. Das meiste, was man dann immer bekommt, ist: Boah, deine Videos sind so geil, ich liebe dich so sehr, oh, bist du krass, du bist der beste YouTuber. Hey, schau mal bei mir vorbei, meine Videos sind so geil und ich habe keine Abonnenten, ich verstehe es nicht warum und keine Views und... Leute, zu meiner Zeit hat man damit angefangen, weil es Spaß gemacht hat und nicht, weil man Abonnenten oder sonst irgendwas haben wollte. Also wenn man schon so anfängt, dann wird's auch nix. Man muss auf dieser Plattform wirklich damit beginnen, mit der Intention, einfach Bock drauf zu haben und seine Leute zu finden und nicht durch Betteln oder durch Pushen irgendwie nach vorne gebracht zu werden, weil das bringt einem nichts, ja? Ich zum Beispiel wurde nie gepusht von niemandem. Im Gegenteil, ich wurde sogar niedergemacht am Anfang wegen meinem Namen, was ich aber sogar nachvollziehen kann. Alles andere, was so gesprochen wurde, möchte ich jetzt nicht nennen, das war dann aber auch unterste Schublade. Denjenigen habe ich es auch gezeigt. Ich bin heute 20 Mal größer als diesejenigen. Okay, bis auf einer. Aber der ist auch unheilhol. Oh. Na egal, jetzt ist schon das Rennen vorbei. Auf alle Fälle, bettelt nicht, Leute. YouTube muss Spaß machen und alles andere kommt von alleine. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist es halt so. Es ist auch viel Glück. Und, Mai, heute 2013 schafft man es halt nicht mehr so leicht. Weil YouTube auch mehr so auf Geld und Ablösen des Fernsehens aus ist. Ist halt so. Ja, wie sind wir jetzt eigentlich dieses Thema abgedriftet? Keine Ahnung, aber wir haben den Goldpokal und das ist super. Yeah. Also ich fahre echt selten mit mittleren Karts, deswegen bin ich schon stolz. Zweiter im Sorbetland. Good job, Luigi und Baby Luigi. Aber ich muss natürlich auch zugeben, dass es mein fünfter Versuch ist. Ja. So, wenn euch das gefallen hat, dann bedanke ich mich für den Daumen hoch und vielleicht schaltet ihr ja dann beim Spezialcup wieder ein. Bis demnächst.